Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Civilization Beyond Earth. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, hier drüben ist übrigens Wüste, habe ich gesehen. Naja gut, nur ein Feld scheinbar. Ich hatte schon überlegt, sonst, hier ist aber noch ein bisschen Wüste. Also wenn man da das Dingens dann hinbaut, das eine Gebäude, bekommt man dort auf jeden Fall einen kleinen Bonus. So, und die Runde war vorbei. Das heißt, wir können... Ah, hier kann ich die Karten an- und ausschalten. Was kann ich hier eigentlich machen? Handelswegübersicht, Mädchenübersicht, Technologienetz, Wirtschaftsübersicht, Benachrichtigungslog. Nö, das passt alles so. Wie gesagt, wir müssen uns hier erstmal noch ein bisschen einspielen. Hier oben ist Obst und auch wieder ein paar Algen. Und hier scheint eine etwas größere Wüste jetzt auch zu kommen. Aber wir gehen erstmal in die nächste Runde. Ich würde gerne halt noch einmal so ein Gebäude finden. Hier sind nochmal diese Schwebsteine. Alles Wüste, Leute. Wüste gibt Energie. Gibt nicht jedes Feld. Nee, okay, Wüste gibt Energie. Hier ist nochmal dieses Phyraxid. Obst, wie gesagt. Und Miasma. Die giftigen Dämpfe. Wir bleiben mal hier. Obwohl, nee, ich würde gerne ein bisschen ins Landesinnere gehen. Hier haben wir Pilze. Und hier unten bin ich mal gespannt. Pilze, Wüste, Miasma. Ansonsten können wir momentan nicht so viel machen. Die Reliquie der alten Erde wird in 2 Runden fertiggestellt sein, endlich. Und die Genetik, ja, die dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, das Pharmalabor bringt Gesundheit und die Zellzuchtstation bringt Nahrung durch Sumpf. Hatten wir jetzt eigentlich Sumpf? Bin mir da gerade ein bisschen unschlüssig, ich glaube nicht. Na gut, Leute, gehen wir direkt zur nächsten Runde weiter und schauen dann mal, wo wir hingehen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Hier oben ist Grasland und Miasma. Da darf ich also nicht hingehen, da darf ich meine Runde nicht beenden. Hier ist auch Miasma. Hier ebenfalls. Hier nicht. Das heißt, wir gehen dorthin. Ah, sehr schön. Und dort ist noch eine weitere Ressourcensonde. Oh, und Schwebsteine. Ein größeres Vorkommen. Hier sind sogar 10. Schaut euch das mal an. Wow. Also hier eine Stadt zu errichten, könnte sich theoretisch wahrscheinlich lohnen. Das einzige Problem, ja, in der Wüste, die Pilze geben Nahrung. Ansonsten braucht man halt das eine Gebäude. Und hier wurde mir die Ressourcensonde angezeigt. Sehr schön. Wenn wir die haben, dann haben wir auch unsere Quest abgeschlossen. Dann bin ich sehr gespannt, was wir da dann als Belohnung bekommen. So, hier kommt jetzt eine neue Civilization hin. Eine neue Zivilisation Freeland. Hutama von Polystralien. Okay, es ist schön, Sie zu treffen. Möge unsere Bekanntschaft lang und warmherzig sein. Alles klar, schön, dass du da warst. Unsere Hauptstadt hat eine Einheit ausgebildet. Echt? Unsere Hauptstadt? Naja gut, Städte können Einheiten ausbilden und Gebäude oder Wunder bauen. Es ist aber nur ein Projekt auf einmal möglich, danke. Hatten wir nicht aber... Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben doch ein Haus gebaut und keine Einheit. Naja, egal. Wie dem auch sei. Produktion wählen. Wir könnten uns einen Bautrupp gönnen. Oder wir könnten jetzt die Klinik bauen, die Wissenschaft und Gesundheit bringt. Ansonsten, industrielle Entwicklung, fortlaufendes Projekt, das uns Produktion erhöht. Ah, okay. Ah, I see. Also ich könnte hier, oh no, das wollte ich gar nicht. Ich könnte jetzt hier die Produktion halt ein bisschen pushen. Möchte ich aber gar nicht machen. Ich möchte gerne was anderes machen. Geh weg. So. Ich glaube, ich hole mir einen Bautrupp, damit wir dann die ganzen Sachen abbauen können. 12 Runden für einen Bautrupp, das ist schon mal gut. Der geht nach oben und dieses Agrardingens machen wir wieder weg. 12 Runden. In der Zeit... Ah doch, in der Zeit wächst unsere Stadt sogar noch. In 2 Runden gibt es eine Grants-Ausdehnung. Das heißt, wir bekommen dann hier dieses Feld. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und die Energie... Ah, Energie brauchen wir auf jeden Fall für Gebäude und all, seht ihr wohl. Also das ist auch eine wichtige Ressource. Und jetzt können wir hier oben mit unserer Einheit die Ressourcensonde einsammeln. Miasma haben wir hier. Ich würde gerne, dass du hier einmal so durchs Miasma gehst, damit wir schon mal sehen, was dort hinten ist. Und dann holen wir uns hier die Ressourcen. In der Ressourcensonde haben sie Laborausrüstung von der alten Erde gefunden, die dort mit Präzisionstechniken hergestellt wurde, die auf diesem Planeten schwierig nachzubilden sind. Ihre Wissenschaftler freuen sich sehr über diese Ausrüstung und sie erhalten 19 Forschungspunkte. Geil. Die können wir gut gebrauchen. So, was haben wir hier Schönes? Oh, Chitin, Fasern und
Knollengemüse. Oh, hier gibt es sehr viel Nahrung, meine lieben Leute. Hier gibt es sehr viel Nahrung. Das bedeutet, dass man hier an die Schwebsteine wahrscheinlich doch rankommen kann. Oh, hier. Miasma ist hier überall. Aber hier nicht. Da können wir also gleich hin. Und ja, inzwischen dürfen wir dann doch die Quest auch. Hier, Quest und... Was? Wieso denn finden Sie drei Ressourcensonden? Ich dachte, ich sollte zwei finden. Erforschen Sie die Pionierarbeit. Ja, okay, dann muss ich noch eine finden. Haben die mich jetzt verarscht? War das vorhin nicht... Stand da vorhin nicht zwei? Naja, ich weiß es nicht. Wechseln Sie zwischen der Orbitalansicht und der Normalansicht. Oha. Dies ist die Orbitalansicht. Sie zeigt die Wirkungsbereiche von Einheiten im Orbit. Wirkungsbereiche können sich nicht überschneiden. Daher sollten Sie Ihre Starts im Voraus planen. In dieser Ansicht sehen Sie auch den Bereich, den Sie mit Ihren Starts abdecken. Eine Orbitaleinheit muss immer über einem Geländefeld gestartet werden, das abgedeckt wird. Sie können die Abdeckung durch den Bau von Stadtgebäuden ausweiten. Oh, okay, alles klar. Da kommen wir wahrscheinlich später zu. Gehen wir erstmal wieder in die normale Ansicht. Wird wahrscheinlich für Satelliten und so weiter recht wichtig sein, was wir da machen. Und wir können, glaube ich, sofort wieder zur nächsten Runde übergehen, war? Sehe ich das richtig? Ja. Gibt momentan nicht so viel zu tun am Anfang, ist aber oft so bei Civilization. Miasma haben wir hier aber nicht und hier auch nicht. Ist sogar ein Hügel. Ich gehe mal eben auf den Hügel. Oh. Wolfskäfer. Wir haben hier die ersten Aliens gefunden, Leute. Ich würde gerne mal wissen, wie stark die sind. Oha, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Hier haben wir noch mehr Schwebsteine. Im Miasma versteckt. Hier haben wir nochmal Kieselerde. Oh, die bringen Wissenschaft. Und Chitin. Wow, sehr viele Rohstoffe, die wir hier haben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Aliens aussieht. Ob die jetzt sofort aggro werden gegen uns. Haben wir eigentlich 11 Runden noch? Okay, 3 Runden, bis unsere Stadt weiter wächst. Und gleich kommt die Grenzausdehnung, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ah, okay, die sind... Militäreinheiten ist in der Nähe einer feindlichen Einheit. Um anzugreifen, schicken sie eine ihrer Kampfeinheiten auf ein vom Gegner besetztes Geländefeld. In einem Kampf können angreifende und verteidigende Einheiten Schaden erleiden und möglicherweise ganz zerstört werden. Oha, ja, danke dafür. Schaut mal bitte da unten hin. Ihre Stärke, also unsere Stärke, ist 3. Die Stärke der anderen beträgt 8. Also diese Wolfskäfer sind momentan scheinbar nicht unbedingt die Viecher, die man... Ist hier auch Miasma? Nein. Entschuldigung, ich habe wichtige Informationen für Sie. Ah, okay, der Planet ist mit seltsamen Artefakten übersät. Benutzen Sie die Expeditionsfähigkeit des Erkunders, um Artefakte zu untersuchen. Der Erkunder hat etwas Sonderbares in der Nähe bemerkt. Es könnte eine Ruine sein, Trümmer oder vielleicht auch etwas völlig Unbekanntes. Sie sollten Ihren Erkunder dorthin entsenden und durch Ausgrabungen feststellen, ob es sich um einen wertvollen Fund handelt. Okay, danke. Wo ist es denn dort? Verlassene Siedlung. Oh, eine verlassene Siedlung. Aber die Wolfskäfer sind hier auch. Das wäre natürlich gefährlich. Kulturelle Bürde. Bauen Sie hier eine Expedition, eine Signalquelle. Ah, da soll ich eine Expedition bauen. Das ist ein abgestürzter Satellit, ist das, Leute. Ist quasi direkt bei uns um die Ecke. Aber was ist denn das hier? Guck mal, eine verlassene Siedlung. Ah, wollen wir da... Naja, die Wolfskäfer. Ich habe ein bisschen Schiss vor denen. Weil die sind doch ziemlich stark. Und jetzt seht ihr hier, wir haben die Grenzen ausgeprägt. Und haben jetzt hier auf jeden Fall das in unserem Einflussbereich. Und das wird aber momentan nicht abgebaut. Das ist natürlich schade. Und das ist auch Miras... Ne, ist nicht Miasma verseucht. Okay, das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir könnten dort auf jeden Fall hingehen und etwas raufsetzen, sobald unser Bautrupp fertig ist. Das dauert noch einen Moment leider. So, doch. Dort oben kann ich jetzt doch... die verlassene Siedlung ausgraben. Miasma, Miasma, dann gehen wir hier ins Grasland. Ich hoffe... Oh, und noch so ein Teil. Hier ist auch noch Geothermie. Okay, Geothermie, das ist gut, das bringt Energie. Chitin haben wir hier nochmal. Also den Ressourcendingens, den würde ich gerne einsammeln. Und wir können einen weiteren Wert entwickeln. Sehr schön. Wir haben die Wissenschaft letztes Mal gehabt. Jedes Stadtgeländefeld erzeugt 0,25 Kultur pro Bevölkerung. Oh, das ist nice.
Sie erhalten 30 Wissenschaft durch den Abschluss von Expedition. Oh, nee, dann holen wir uns die Feldforschung. Denn wenn wir die Feldforschung haben und jetzt die Expedition hier fertig kriegen, dann bekommen wir direkt einen kleinen Schub. Und ich hoffe, dass diese blöden Käfer dann nicht kommen. Ja gut, wenn die Käfer uns jetzt angreifen, dann sieht es natürlich schlecht aus. Aber wir gehen erstmal zur nächsten Runde. Okay, unsere Stadt ist weiter gewachsen, Leute. Wir haben jetzt inzwischen schon 4 Einwohner. Wir müssen aufpassen. Wir können hier momentan uns nur noch 2 weitere Bewohner leisten. Aber ansonsten ist es natürlich gut, wenn wir neue Bewohner haben. Ist hier... Hier ist kein Miasma. Ich würde gerne erstmal die Sonde schnell einsammeln. So, sehr gut. Und das hat nochmal... Geil, geil, geil. 15 Wissenschaft gegeben. Geschenk der alten Heimat haben wir abgeschlossen. Ach, das war die Quest. Alle Teile des Instruments wurden gefunden. Unsere Wissenschaftler werden diese Instrumente von der Erde zu nutzen wissen. Sehr gut. Und jetzt haben wir die Genetik. Nur noch eine Runde. Und wir haben hier, sie haben einen tragbaren Reaktor und eine Treibstoffquelle in der Ressourcensonde gefunden. Sie können sie trotz des Schadens durch die Ladung für 50 Energie aktivieren. Geil. Das haben wir jetzt gemacht, haben 50 Energie dazu bekommen. Das war ein super Fund. Und jetzt können wir gleich hier eine Expedition starten. Und das kann weg. Die Quest haben wir abgeschlossen. Und die Stadt hat nun 4 Bürger. Das weiß ich ja bereits. Und ja, hier wird fleißig produziert. Dauert jetzt 7 Runden, bis unser Bautrupp fertig ist. Ich hoffe, dass ich noch in der Zeit bin. So, die Genetik ist gleich auch fertig. Okay, wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Langsam aber sicher werden wir hier uns weiterentwickeln auf dem Planeten. Pardon, aber ich kann hier vielleicht behilflich sein. Ja. Unsere Einheit befindet sich in der Kontrollzone einer potenziell feindlichen Einheit. Das bedeutet, dass bei einer Bewegung von einem... Oh, shit. Moment. Ja, ich weiß, was er meint. Und wir haben die Genetik erforscht. Geile Sache. Man zieht mit den Soldaten in den Krieg, die man hat. Sorge dafür, dass es die Soldaten sind, die du willst. Ein kluger Mensch, ein kluger Mensch. So, und lass mich raten. Ach, du Heilige. 5 Stärke hat das Viech. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier hin. Wenn ich jetzt eine Expedition starte, wie geht das denn überhaupt? Angriff, bis zur Heilung, verschanzen, Zugmodus, nichts tun, Bereitschaft, verschanzen. Erkunde, das ist doch ein Erkunder. Aber befindet sich einfach, dass einem erträgliche einmalige Bonus gewährt durch Expedition. Ja, wie... Ach, hier, eine Bauaktion. 5 Runden. Ich hab Schiss, dass die mich angreifen halt in der Zeit. Ich meine, wir sind jetzt hier verdammt anfällig. Wollen wir es probieren? Wollen wir es riskieren? Ich gehe mal eben, warte mal, ich gehe mal eben hier rein und schaue, ob die mir folgen. Wenn die mir folgen, das wäre ziemlich schlecht für uns. So, die Genetik haben wir erforscht. Wir könnten jetzt die Alien-Lebensformen hier... erforschen, ermöglicht das Gebäude Alien-Reservat und da würden wir 2 Kultur bekommen durch das Alien-Reservat. Und durch die Koppelmodernisierung bekommt man auch nochmal ein bisschen Kultur. Das sieht mir aber nicht so wichtig aus momentan. Maschinenbau. Die wollten ja auch als Quest, dass ich Maschinenbau entwickle, damit ich Titan... Ah ne, Titan habe ich schon. Da habe ich das Bonus-Ding genommen, dass ich das Titan, das Öl und diesen Geokrams schon sehen kann. Wenn wir das bauen, könnten wir... Ah, Reparaturanlage bauen, dann können wir schneller Einheiten produzieren. Ein Gebäude bauen, was Energie herstellt. Und Nahkampfeinheit könnten wir... Ein Kampffahrzeug. Stärke 12. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir die Maschinen... Wenn wir Maschinenbau jetzt erforschen, um bessere Einheiten bauen zu können. Wie groß ist dieser... Wow, okay. Also ihr seht schon, das Forschungsdingens hier... ist schon ziemlich krass. Ich könnte jetzt hier übrigens auch weiter zum Gendesign. Aber ich denke mal, das wird... oh ja, das dauert mega viele Runden. Deswegen, nee, wir bleiben erstmal hier beim Maschinenbau. Das sieht gut aus. Und ich bin gespannt. Hoffentlich folgen die mir nicht. Nein, sie sind mir nicht gefolgt. Ich gehe hier hin und starte jetzt mit der Expedition. In der Hoffnung, dass wir 5 Runden lang jetzt hier unsere Ruhe haben und von niemandem geärgert werden. Und dann bin ich sehr gespannt, was es uns bringt. Das bringt uns auf jeden Fall einen schönen Forschungsbonus, falls wir das abschließen können. Und ja, nächste Runde. Ich kann jetzt die nächste Zeit nicht so viel machen. Da kommen die Viecher wieder. Bleibe ich jetzt hier stehen? Ich riskiere es mal. Ah, die hauen wieder ab. Die sind wieder abgehauen. Und die Quest hier wurde aktualisiert. In Gedenken, unsere Reliquie hat eine ideologische Spaltung bei unseren Bürgern verursacht. Manche glauben, die Reliquie der alten Erde sei hilfreich, um Trost
bei der Trauer, die Menschen wegen ihres Verlustes der Heimat verspüren, zu spenden. Sie möchten sie an einen ehrerbietigen Ort als Schrein belassen. Okay. Andere glauben, sie ist ein kostbares Behältnis traditionellen Wissens, das studiert und öffentlich ausgestellt werden muss. Okay. Gut, was kann ich da jetzt, was muss ich da jetzt machen? In Gedenken. Muss ich da jetzt irgendwie entscheiden, was gemacht wird, oder? Ah ja, doch, eine Questentscheidung haben wir hier. Gut, das habe ich ja gerade schon vorgelesen. Also, wir könnten jetzt Reliquie der alten Erde unberührt lassen. Und dadurch würden alle Reliquien freien Energieunterhalt bringen. Oder Reliquien der alten Erde der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das würde Kultur geben. Und ich glaube, Kultur ist eigentlich ziemlich wichtig. Deswegen machen wir das. Und bekommen jetzt ein Kultur durch Reliquien neu dazu. Die Quest haben wir abgeschlossen. Sehr schön, wir können in die nächste Runde gehen. Da kommen die Viecher schon wieder. Die gehen immer hin und her. Ich brauche nicht mehr so lange. Oh, unsere Siedlung ist noch einmal größer geworden, sehe ich gerade. Und der Bautrupp ist in 2 Runden fertig. So, nächste Runde. Bitte greifen die mich da oben nicht an. Es sieht gut aus. Sie sind wieder weggegangen. Und ich glaube, nach dieser Runde dürfte die Expedition... Yes! Ja, Leute. Der Erkunde hat etwas Wunderbares entdeckt. Es gibt noch viele Stätten wie diese, die es auf der Welt zu untersuchen gibt. Sie sollten daher den Bau weiterer Erkunder überdenken, die sie dann an diese anderen Stätten entsenden können. Okay, vielen Dank. Das werde ich mir überlegen. Diese fremdartige Welt ist gefährlich und wir sind verwundbar für Angriffe. Ich schlage vor, dass Sie zusätzliche Militäreinheiten einsetzen, um unsere Siedlung zu erkunden und zu verteidigen. Jo, stimmt. Das sollten wir demnächst mal drüber nachdenken. Aber wir haben erstmal die Expedition abgeschlossen. Und die Expedition hat die verlassene Siedlung gründlich untersucht. Sie fand keine Überlebenden, dafür jedoch Aufzeichnungen aus den letzten verzweifelten Tagen einer gescheiterten Siedlung. Eine psychohistorische Analyse ihrer Anstrengung hat ihren Leuten wichtige Einblicke verschafft, wie die gemachten Fehler zu vermeiden sind, und gibt 30 Kultur. Sauber. Und natürlich durch unsere Fähigkeit, weil wir die Dingens hier abgeschlossen haben. Ich muss hier erstmal wegrennen, weil die Viecher schon wieder hinter mir her sind. Gehen wir mal hier hin. Und dadurch, dass wir... Da wir jetzt einen Bautrupp haben, können wir ihn Modernisierungen errichten lassen, um die Produktivität unseres Territoriums zu steigern. Bewegen Sie Ihren Bautrupp zu einem markierten Geländefeld und errichten Sie eine Modernisierung. Jo, danke. Und wir haben auch zusätzliche Wissenschaftspunkte bekommen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, weil wir das ja als Dingens gewählt hatten. So, kann ich dieses Chitin jetzt schon bauen oder nicht? Ich möchte natürlich, der sagt mir, ich soll hier eine Farm hinbauen. Aber lass uns mal eben schauen, wenn ich hier hingehe, eine Koppel bauen. Eine Straße oder eine Koppel könnte ich bauen. Warte mal, bauen wir das Feld bauen wir ja sowieso ab, weil das Nahrung gibt. 3 Stück. Dann würde ich sagen, hauen wir da erstmal eine Koppel drauf. Ich weiß ja nicht, ob die Koppel jetzt die Modernisierung ist, die wir benötigen, damit wir auch die Ressource bekommen, aber das werden wir ja dann sehen. So, wir dürfen eine neue Produktion wählen in der Stadt und eine Zellzuchtstation würde ein bisschen Gesundheit bringen. Wir haben noch 2 Gesundheit. Eine Klinik würde nochmal Wissenschaft geben. Das empfiehlt der Wirtschaftsberater mir. Der Wissenschaftsberater empfiehlt mir hingegen die Zellzuchtstation. Nahrung durch Sumpf. Grasland, Grasland. Ich hatte, glaube ich, keinen Sumpf. Würde 1 Unterhalt kosten. Die hier auch. Und die bringen genau das Gleiche. Und Nahrung durch Sumpf, wie gesagt, ist nicht so wichtig momentan. Deswegen wäre die Klinik, wenn, meine erste Wahl. Ich überlege aber halt, ob wir mal einen Soldaten bauen lieber. Oder in 4 Runden ist Maschinenbau fertig. Dann können wir die bessere Einheit bauen. Okay, dann fange ich die Klinik schon mal an. Und ja, die Expedition ist fertig. Wir können einen neuen Wert entwickeln. Geile Sache. Und wir könnten jetzt... Ne, wir müssen quasi das ja nehmen. Und dadurch würde jedes Geländefeld nochmal mehr Kultur bringen. Ja, das würde ich gerne machen. Und wenn wir jetzt mal in die Stadtansicht schauen, seht ihr es jetzt schon hier, dass jedes Stadtgeländefeld jetzt nochmal Kultur zusätzlich bekommt. Jedes Stadtgeländefeld nur, ne? Ja, genau. Nur das Stadtgeländefeld. Das bedeutet, wir haben hier 4 Einwohner und müssten dann dadurch eine... Ah ne, pro Bevölkerung. Doch, 4 Bevölkerung haben wir, genau. Und deswegen bekommen wir 1 Kulturpunkt mehr jede Runde.
Das ist cool. Guck mal, unsere Kultur steigt wirklich ziemlich, ziemlich gut an. Und das ist wichtig, denn wir sind ja darauf spezialisiert, dass wir, wenn wir kulturmäßig da steil gehen, noch einen kleinen Bonus durchbekommen. Da ist Miasma leider. Gut, gehen wir erstmal hier hin. Ich werde jetzt erstmal zurück zur Stadt gehen und versuchen, auch noch den abgestürzten Satelliten hier zu bergen. Ich denke, dass uns das nämlich auf jeden Fall weiterhilft, wenn wir den bekommen. Und wir haben eine neue Quest aktualisiert. Und zwar, welche war das denn? Zeig mal her. Ah, okay, warte, ich muss wieder eine Questentscheidung treffen. Zahlreiche neue Unternehmungen wollen in der Nähe unseres Territoriums ihre Operation etablieren. Sie bieten verschiedene Dienste an, die nützlich für uns sein könnten. Die Stadt Fort Barça bringt jede Stadt, die einen Handelsweg errichtet, folgendes. 2 Energie und 2 Produktion. Oder die Stadt Neu-Babylon bringt jeder Stadt, die einen Handelsweg errichtet, folgendes. 1 Energie und 3 Kultur. Welchem Angebot wollen Sie zustimmen? Gehen wir jetzt noch mehr auf Kultur oder gehe ich mal ein bisschen auf Produktion? Ich glaube, dass wir ein bisschen Produktion gebrauchen könnten. Deswegen gehen wir erstmal auf Fort Barça. Ja doch, ich glaube, das bringt's. Kultur bekommen wir echt schon recht viel Produktion, damit wir mal ein bisschen aus den Latschen kommen. Sie haben eine Station entdeckt. Mit Stationen können Sie Handelswege einrichten, um verschiedene Güter zu erhalten, die Ihre Leute benötigen könnten. Ah, okay, zeig mal her, wo ist es denn? Es kann nur eine Stadt pro Kolonie gleichzeitig mit einer Station handeln. Ah, da ist Fort Barça. Ah, okay, mit denen handeln wir jetzt quasi und bekommen dadurch Produktion. Sehe ich das richtig? Jetzt haben wir 6. 3 durch Gelände, 3 durch Gebäude. Jetzt muss ich noch... Nee, natürlich muss ich noch einen Handelsweg bauen. Okay. Gut, die Quest haben wir abgeschlossen. Gott, das kann weg. Und dann gehe ich noch einmal zur nächsten Runde. Dann haben wir nämlich den Maschinenbau fertig. Lehrt eure Kinder nicht von Spielzeugen oder Bonbons zu träumen. Lehrt sie von Infrastruktur zu träumen. Richtig. So, und dann gehst du erstmal hier hin. Genau. Und ich muss eine neue Forschung wählen. Jetzt könnte ich Energiesysteme wählen. Affinität, Vorherrschaft, okay. Mehr Energie durch die geothermale Brunnen oder Produktion durch Steinbruchmodernisierungen. Ist, glaube ich, nicht so wichtig eigentlich. Was empfehlen die mir denn? Also Physik will der Forschungstyp haben. Der Militärberater empfiehlt uns Chemie. Und der Kulturberater empfiehlt, diese Technologie zu erforschen. Ökologie. Ermöglicht die Gebäude bla und bla. Achso, wegen dem... Ah, der Ultraschallzaun. Der wäre nicht schlecht. Dadurch könnten Aliens meine Stadt zumindest nicht angreifen. Und wir würden mehr Nahrung wieder bekommen. Das wäre auch nicht schlecht. Okay. Ansonsten noch irgendwelche Vorschläge? Da oben könnten wir jetzt schon hingehen. Das dauert mir aber alles zu lange. Wir bleiben erstmal hier bei diesen. Was ist denn mit der Pionierarbeit eigentlich? Oder wollten die das für die Quest haben? Kolonisten könnte ich da bauen. Oh ja, das brauchen wir ja auf jeden Fall. Damit wir bald expandieren können. Okay, also das sollten wir vielleicht mal überlegen. Wir hätten dann auch noch das, den Handelskonvoi. Das ist auch wichtig. Handelsschiff. Handelslager. Ja, ich glaube, die Pionierarbeit muss es dann sein. Ich glaube, das war auch das, was die in dem Questbildschirm von uns gefordert hatten. Gründen Sie einen Außenposten und ja, genau, guck hier, erforschen Sie die Pionierarbeit oder bauen Sie hier eine Expedition an der Signalquelle. Das machen wir als nächstes, das ist nämlich hier die Signalquelle. Und ja, was wir dann da bekommen werden und wie es hier weitergeht mit unserer neuen Zivilisation auf dieser fremdartigen Welt, das werdet ihr beim nächsten Mal sehen, wenn ihr wieder einschaltet bei Civilization Beyond Earth. Ich würde mich freuen, wenn ich euch dann wieder begrüßen darf. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.